Montag herrschte Langeweile, gestern war es nervös und heute am Mittwoch, da kommen endlich mal harte Fakten in Gestalt von US-Konjunkturdaten. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Gestern, es war schon wieder mal ein wilder Ritt. Es sind die Amerikaner gewesen, die einmal mehr den DAX vor Schlimmerem bewahrt haben. Und die Erholung des Bund-Futures, die Erholung der deutschen Bundesanleihe, die Erholung der Rentenmärkte insgesamt, die dann Schlimmeres verhindert hat. Und momentan sieht es so aus, als könnten wir gleiche positiv in den Handelsstart starten. Schauen wir uns mal die asiatischen Märkte an. Da sehen wir den Nikkei positiv, gutes halbes Prozent. Geht nach oben, wenig Bewegung beim Hang Seng und Shanghai. Der eine leicht im Plus, der andere leicht im Minus. Australien ein halbes Prozent im Plus. Ja, was sind diese harten Fakten? Was sind diese Termine, die es in sich haben? Zunächst mal das Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland, 8 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, sorry. Dann das Ganze aus der Eurozone, 11 Uhr auch die Industrieproduktion, aber dann 14:30 die US-Einzelhandelsumsätze. Das sind die wirklich harten Fakten. Interessant auch die Import- und Exportpreise in Sachen Inflation, für die FED ja wichtig. Wie entwickelt sich hier die Parameter Inflation, Deflation? Wir haben in letzter Zeit wenig Inflationsdruck und den bräuchte es schon, damit die FED sagen kann, okay, wir müssten die Zinsen langsam mal anheben. 14:30, wie gesagt, das wird das Datum, das hier heute zu beachten ist, vor allem mit den Einzelhandelsumsätzen. Wie die ausfallen, das werden Sie mal wieder erfahren auf finanzmarktewelt.de. Dann gehen wir gleich mal rein in die Charts und gucken, was sich da tut, was sich da ableiten lässt. Hier sehen wir den DAX und wir sehen, wir sind unter die 11.400er Marke gestern gefallen, konnten uns dann nervös wieder erholen und die Erholung, die ist teilweise sogar über die 11.500er Marke gegangen. Wir werden wohl knapp über der 11.500er Marke nach aktueller Indikation durchaus schon starten können. Wir haben dann Luft in den Bereich 11.600, vor allem 11.640 hier diese Zone. Da liegt einiges im Extremfall 11.730, aber das ist eher noch ein weiter Weg. Wir rechnen, dass wir es versuchen werden, hier diese 11.600, 640er Zone hier anzulaufen und eben erstmal nach oben gehen, dann aber möglicherweise die Kräfte uns verlassen. Was nicht passieren sollte, wäre ein Fall unter das gestrige Tagestief, das wir gebildet haben. Da sollte es nicht nachhaltig drunter gehen, sonst droht eben diese Erholung wieder zu verpuffen. Schauen wir uns mal die US-Indizes an, dann sehen wir hier, wir sind bei 18.114 beim Dow Jones hier diese Kerze, das können Sie vergessen, ist eine Fehlfunktion des Charts. Und wir sehen hier diese relativ konstante Aufwärtsbewegung, die die US-Indizes hier gezaubert haben. Davon sollte der DAX heute gleich profitieren. Was macht der Euro? Der ist bei 1,1250. Wir sind gestern nochmal nach dem steilen Anstieg in Richtung 1,12 unterwegs gewesen. Dann aber die Drehung. Wir sehen das Gold erholt, 1193. Da können wir also und so ein bisschen absetzen von dieser Unterstützungsmarke bei 1178,79. Wir sehen das amerikanische Crude Oil fester, denn gestern gab es die API-Bestände, Lagerbestände und die sind deutlich stärker rückläufig gewesen als erwartet. Das hat Gold dann nochmal, das schwarze Gold, wollte ich sagen, dann nochmal gepusht über der 61er Marke. Zu beachten heute, darauf möchte ich Sie noch hinweisen, die Bundesanleihe, also der Bund Future hier gestern die Erholung, nachdem wir bei 152,27 einen Doppelboden gebildet haben, ging es dann nach oben. Solange dieser Boden hält, könnte sich die Situation am Rentenmarkt beruhigen und das wäre dann eben auch eine Steilvorlage für den DAX und andere Aktienindizes. Also wir sind verhalten optimistisch für den DAX und wünschen einen wunderschönen Mittwoch. Bis dann, ciao.